Hallo und herzlich willkommen zu Battlefield 3, der Kooperationsmodus. Ich habe mich mit dem Philipp alias P39, ihr seht die Zahl ja unten, da braucht man jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, wir haben uns zusammengefunden und wir haben vor, den Kooperationsmodus mal hier durchzutreten und ja. Wollt auch mal was sagen? Ja, hi, an alle, die jetzt hier kurz vorm Osterwochenende sich schön aufs Zocken freuen. Und, ich meine, man hat jetzt 4 Tage mal Zeit, ein bisschen Frust rauszulassen und zu feiern. Und ich glaube, wir starten jetzt mal. Heute ist Freitag bei uns. Ihr seht das Video wahrscheinlich erst später. Sag mal, wo lebst du? Heute ist Donnerstag bei uns. Wir laden das mal morgen hoch, egal. Ja, Ja, gut. in Das Real stimmt. Life haben wir heute Donnerstag, wir laden das mal morgen erst hoch, also ihr seht es heute sozusagen, also Freitag. Und ja, wir wünschen euch frohe Ostern, ne, Passo? Und Natürlich. Ja, und viel Spaß bei diesem kleinen Let's Play. ja. Was ich noch kurz erwähnen wollte ist, und zwar jetzt am Mittwoch, also vor 2 Tagen, kam das erste Video zu Battlefield 4 online und ach du Scheiße, ist das geil. Also ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen und davon wird es mit Sicherheit auch ein Let's Play geben, vielleicht auch ein Let's Play Together, mal gucken. Ich fand den Trailer oder beziehungsweise das Gameplay-Preview, wie auch immer, fand ich richtig geil. Man sieht natürlich, dass jetzt nicht extrem viel anderes ist als bei Battlefield 3, aber direkt das erste, wo der da in so einem Gebäude ist, ich will jetzt nicht spoilern oder so, aber man sieht, das spielt in Baku. Und das ist geil. Ja, also mal Aserbaidschan und so. Ich bin mal gespannt, wohin das Ganze führt und was die Story so bereithält. Ja, wir fangen jetzt aber trotzdem an Battlefield 3, wohl. Ja, und was ich noch einwerfen wollte, ja, start ruhig schon mal, was so. Was ich noch einwerfen wollte, ist, das ist natürlich richtig geil. Gerade ist Medal of Honor heute angekommen, die Limited Edition. Und das heißt, ich habe auch direkt Zugang zu Battlefield 4 Beta. Und ich bin mal gespannt, wenn die rauskommt, weil Battlefield 4 soll ja so im Herbst rauskommen, im Herbst, ne, was so. Ja. Und ja, GTA kommt dann auch, also die ganz geilen Spiele dieses Jahr kommen wirklich im Herbst raus, muss man wirklich sagen. Und ich freue mich schon, wird zwar ein teurer Monat oder teure Monate am Ende des Jahres, aber ich glaube, es lohnt sich. Also, So. Öfter. los geht's, mein Freund. Also, wir müssen Sprich zurückkommen. mal nicht da rein, wenn der Typ uns Befehle gibt, du Schwachmarder, ey. Na, ich kenne die Mission da schon. Also, von hinten kommen jetzt ganz viele Gegner von der anderen Seite der Brücke. Hier vorne ist eine Munitionskiste, fast so. Zum Nachladen. Und Ich wir gehe kommen hoch. jetzt. Ja, es ist egal, wie hoch geht. Du wirst ja gleich erschossen. Da kommen gleich ganz viele. Da hinten siehst du das schon. Das ist auch übrigens eine der ersten Missionen aus Battlefield 3, der Singleplayer-Modus. Nur zur kleinen Info, Philipp. Ich habe das Ganze, diesen Kooperationsmodus, jetzt im Schwierigkeitsmodus normal gemacht. Ne? Okay. Man muss jetzt nicht unbedingt schwierig nehmen und leicht ist, denke ich, ein bisschen zu, naja, ein bisschen zu billig für uns, oder? Ja, die ficken gleich schon ganz schön. Muss man auch. Also, da steckt schon was hinter. Ich sterbe auch gleich bestimmt schon wieder. Dann agiere halt militärisch, Mann. Ich ergebe mich mal ganz anders. Das Schöne ist, was ich so hier am Battlefield 3 feiere, ist einfach so die DICE 2 Engine und pack, das war's. Nein, der lebt noch, der Sack, der lebt noch. Er hat noch gelebt, jetzt ist er tot. Und der ist auch tot. Du wirst auch sterben. Achso, ich laufe, weil Leute killen. Ja, dann kill doch. Halt mir den Arsch frei, da hinten kommt ein Panzer. Ich mach den Panzer kaputt. Da ist er, da ist er. Wow, 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 ich springe runter. Oh fuck, warum bin ich so blöd? Gib mir mal. Kümmere dich um die ganzen Idioten. Ja. Gut, der Panzer ist schon mal weg. Ja, irgendwas muss ich ja hier können, ne? Ja, eben. Halte die weg, wir müssen die weghalten. Ich muss gerade nachladen. Ja, das ist schon das Beste gewesen.
Ach Quatsch, da sind wir auch hier, da. Ja, ich habe sie gesehen. Das ist übrigens die PLR, wenn mich das jetzt nicht alles täuscht. Ja. Das ist ja generell hier so ein Kampf gegen die hier da. Und wer die Story durchgespielt hat, ich will nicht spoilern, weil es gibt mit Sicherheit noch Leute unter euch, die das Spiel nicht durchhaben. Und es ist eine super Story, muss ich ehrlich sagen. Der Ausgang ist irgendwie, ja, ich weiß nicht, ein bisschen kurz, aber naja, Ist aber was an? Geschmackssache. Ja, das war was anderes, ne? Das ist ja langweilig. Oh, Also. Westseite, ja, ich sehe es gerade. Das Oh. ist aber eher Nordwest. Fuck, Alter, die machen hier meine Deckung kaputt, ihr Wichser. Ich weiß nicht, ob gleich ein Panzer kommt. Gleich Fuck, kommt fuck, 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 Panzer. Der kommt so ein beschkackter Panzer. Und du tust jetzt auch mal so, als hättest du das noch nie gespielt, okay? Okay, tut mir leid. Raketenwerfer. Ja, also Battlefield 3 lohnt sich auf jeden Fall und ich bin echt mal gespannt auf Achso, Battlefield 4, ne? da kommt gleich ein Ja. Panzer. Ich wollte das nur schon mal sagen. Wir haben gleich richtig Kacke hier. Hast du Minen? Minen? Ach, Nein. doch, doch, das Minen. Du musst Minen haben. Jo, hab ich. Leg gleich mal hier hin auch. Da, wo du bist? Ach so. Ja, leg einfach mal hier hin, das ist doch egal. Denke dich nicht vor. So. Jetzt bin ich einmal aus dem Kampffeld fast raus gewesen. Aber jetzt bin ich wieder da. Oh, da oben Scharfschütze. Oh. Von wo? Ich habe Leute umgebracht. Oh, gut, dass ich mich hineingelegt habe. So, Kollege. verteidige das US-Camp. Okay. Mensch hat ihn eingeschrieben, aber ich gucke es mal nicht nach. So, weiter geht's. Da hinten kommen ganz viele Leute gleich. Ich weiß nicht. Und der VfL kann auch noch so. Mach ein Auto kaputt und dann hock dich dahinter. Warum solltest du gut machen? Weil wenn die nämlich drauf schießen und es im Endeffekt dann explodiert, bist du gefickt. Also wir kommen gleich irgendwo welche oder so. Markier einfach die Leute mit Select, ja? Ach, du bist im Heli? Nein, bist du behindert? Kann mir sowas gar nicht leisten. Ihr Nazi-Schweine. Bring mal ein paar Leute um, Alter. Minen. Da kommt Panzer, ne? Knall mit mir drauf. Ich habe aber leider keine RPG. Doch. Geh mal auf Dreieck. Das Panzerabwehr. Danke. Also du solltest Panzerabwehr haben, weißt Ja. du? Boah! Alter! Ich geh voll auf den Bams. Ich hasse mir das so schwer, weil. Na komm schon, versteck dich nicht. Deckt sich keiner, So. egal. Ich gehe mal rüber auf der anderen Straßenseite, beziehungsweise über den Parkplatz. Ja, da kommen auch gleich noch welche, pass auf. Okay, dann hat sich das so eben erledigt. Vor. Vielleicht die Kacke von hinten aufzuräumen, weißt du? Ja, komm, jetzt noch ein paar Freunde von uns. Und die begrüßen wir natürlich freundschaftlich. Versteht sich.
Oh, Raketenwerfer war das, ne? Aber von wo? Wo ist denn der? Vielleicht müsste noch ein Panzer kommen. Alter, von wo kommt dieser Raketenwerfer, ey? Mach die Augen auf. Wow, der hat gesessen. Ab hinter das nächste Auto. Boah, ich hab Leben weg, keine Munition, gar nichts. Bevor ich mich allein gestellt. Da ist der Panzer. Woo, jetzt geht die Party los. Anvisieren und draufhalten, oder so. Pack, getroffen. Du bist tot. Juhu. Fuck, ich komme hier nicht los, Alter. Ja, yeah, komm. Scheiß Autos, Alter. Und nochmal Panzer. Komm her. Oh, ich glaube, der hat mich gesehen. Die wissen ganz genau, wo wir sind. Der kann die gar nicht sehen. So, Panzer müsste jetzt erledigt sein. Ja. Kommt noch ein paar Mädels kommen jetzt noch. Yeah. Weißt du, wo die RPG ist? Die ist oben auf dem Dach irgendwo. Noch ein Panzer, noch ein Panzer. Achtung. Let's get it started. Ah. Ich gehe um aufs Dach hier. Vielleicht doch keine so gute Idee. Ah, hier ist eine Munition. Naja, ich glaub's nicht. Nee, ich sehe ihn auch nicht mehr. Der Panzer hat sich wirklich erledigt. Aber dafür sehen die wissen. Krieg ich jetzt ganz schön einen auf die Fresse von den anderen. Ich auch. Ach, fick dich doch, ey. Wow, verdammt! Nee, das nicht, aber wieder diese RPG. Und ich weiß nicht von wo. Ich sehe zwar immer, wo aus welcher Richtung der kommt, aber den Typ. Oh, verdammt! Panzer, ich weiß, wo der Panzer ist. Und die Scheiße. Jo. Was? Scheiße, ich hab keine Raketen mehr. Fuck, was? Verdammt, ich muss hoch. Ich muss. Ein paar kaputt gemacht, glaube ich. Ja, das wäre gut. Ja, der war beinahe bei unserem Ding. Oh, Minen. Hier war doch gerade Claymore. Da. Na, wo. Oh. Ja, was wird's für die Claymore? Die ist geil. Ja, das ist geil. So, ey, ich brauche ein Scharfschützengewehr, Alter, das geht so nicht. Und wenn ihr euch wundert, warum ich so, ich sag mal, leicht erkältet rede, ich bin auch erkältet. Du bist ja schwul, Alter. Oh, da oben ist einer. Ah, warte mal, ich hab glaube ich. Ah, ist das sie? Ja, ich hab Scharfschützengewehr, so. Ja, jetzt geht's ab. Knall den Schwanz ab. Ich sehe ihn nicht. Ich hab ihn noch extra markiert da oben. Hans-Peter. Ich sehe ihn trotzdem nicht. Sind wir da? Oh, da kriegen wir Suchwaffe links an. Von wo? Oh, in vorne direkt bei uns. Ah, ich sehe einen. Ich sehe ganz viele, Junge. Das war's. Wenn du viele geht. Hat er gedacht? Können wir nicht mehr. Hat er gesagt, seine Mutter wäre schwul oder so? Irgendwie sowas, habe ich verstanden, ja. Der Dollar, Alter. Das sind so. Komm, Alter, wir müssen ausrücken. Oh, okay. Ja. Vielleicht hört er mich.
Achso, nicht. Wie Team Kill an? Ich weiß es doch nicht. Lass es lieber. Da kommt unser Taxi. Komm mal runter. Da kommt ein anderes Taxi. Oh, was ist denn das? Alter. Ist ja wie am Berliner Hauptbahnhof zur besten Zeit. Steig ein hier. So. Jetzt fliegen wir mal eine Runde. Schwarze Bildschirmmission beendet. Oh nee, ne? Alter, eine Viertelstunde, das ist ja mies. Das ist ja nur die erste Kopfmission. Ja, ja, schon richtig. So, warte mal, Statistik. Kills habe ich 79? Oh, wie geil. Ah nee. Kannst du ich habe 20, du 59. Schön. Machen wir direkt mal weiter. So, machen wir Feuer vom Himmel. Und halten uns nicht lange an so einer komischen Dings auf. Statistik oder wie auch immer. Ach, du weißt gar nicht, wie schön das ist, morgens 3:30 aufzustehen, 5 Uhr anzufangen. Und dann so nachmittags gegen 5:30 nochmal aufzunehmen. Und vor allem mit dem Hintergedanke, du musst die ganze Scheiße noch rendern und hochladen. Und ab ins Bett gehen ist nicht, Alter. Oh Mann, ich bin so fertig, ey. Oh. Oh fuck, ich fliege. Oh nein! Ja, so. Das ist gehen eigentlich. Du darfst nicht abstürzen, dann sind wir voll kaputt am Arsch. Flieg da das Tal entlang, einfach. Und dann musst du unten am Boden dann die abknallen, das kann ich auch machen. Ja. So. Aber das sollten wir hinkriegen, wenn du nicht abstürzt, passt das schon. Oh! Oh! Alter! Wo kam der denn her? Ja, was fällt dir da? Fuck. Das Feld, wo wir, gleich. Nein! Ups. Was nervst du was nicht? Da kommt gleich Gegner auf den Boden, ich kann das schon ab. Bleib ein bisschen höher. Wir haben auch Luftabwehr. Da unten lass mich was ab. Warte, ich mach schon. Also. Lass dich bloß nicht abknallen. Oh, oh, da irgendwo steigen auf uns drauf, unten. Leine. Du sagst mir, wenn ich anders fliegen soll, ne? Da hinten, das ist ja in der Tropathie, ne? Warte mal. Nicht? Das ist die. Dann wir ruhig hier oben, dann sehe ich die besser. Ich hab schon mit dem Tal. Ich hab sogar Wärmebild dran, also, keine Sorge. Dreh dich mal um, dann muss ich nach unten schießen. So? Ja. Also, da ist es drin. Du brauchst gleich so tief fliegen, passt so? Ja, die Sache ist, dass du auf der Stelle zu stehen, weißt du? Ja, ich brauch's nicht auf der Stelle stehen, dass es nicht so hektisch bewegen. Wenn du dich ein bisschen bewegst, ist okay. Ja. Nur wenn du über Kurven fliegen würdest, ganz viele. Ja gut, das ist klar. Ja, ich hab schon welche dabei gehabt. Ja. Yeah. So, mal kurz. Was machst du? Ich weiß.
Du, ich schlich mal kurz einen Bogen, ja? Nein, unser Team wird unten angegriffen, müssen es verteidigen, weißt du schon, ne? Oh, da hinten. Den kannst du versuchen auch mal abzuknallen mit Wärmebild. Hast du Wärmebild? Gut. Wo stelle ich Wärmebild ein? Ich glaube über Dreieck kannst du das so. Wann die nicht so tief fliegen, Junge! Nicht, flieg zurück, der ist doch noch da! Ja, ich weiß! Ich kann nicht nach hinten zielen, ich kann nur nach vorne zielen. Der darf nicht zu unseren Teams kommen. Weil ich hab immer eine ist kaputt, dreh dich um. Müssen wir unserem Teams bleiben in der Nähe. Weil da kommen auch die Gegner, dann müssen wir da schnell da sind. Dreh schon mal, die kommen noch da und da. Oh, Luftabwehr, du musst, pass auf, fliegst du. Oh, warte. Du, wir setzen ein bisschen zurück. Da hinten zu den Bauern, Junge. Jo. Du musst mir mal sagen, wenn die weg sind, die Gegner, ne? Weil ich sehe die. Ja, ich sehe es ja auch nicht. Ja, aber du hörst die doch, oder nicht? Der macht doch immer Ziele wurden ausgeschaltet, da steht ein Punkt. Oh. Oh, nicht so ruhig fliegen. So, dann machen wir jetzt mal ein bisschen Action hier, wohl. Ja, du musst mal versuchen, die auch mit abzuknallen. Ja, bin ich dabei. Zuerst die mobile Funk Flugabwehr da. Oh, lad doch nach, du scheiß Helikopter, Alter. Was macht? So kann ich nicht zielen, Passo. Du musst auf die Zug. Ja, ist mir schon richtig. Ist mir schon klar. Ja. Der fliegt auch dahin. Junge. Ja, scheiß. Komm schon. Oh, nachladen. Gut gemacht. So. Guck mal, ob da noch Gegner sind. Die auf dem Boden rumlaufen. Ja. So. Fliegen wir mal hin, wohl? Nein, brauchen wir nicht hinfliegen. Da hinten. Ist auch Wahnsinn von einer oder von uns essen allen. Genau, wollte ich gerade sagen. Versucht ihn mal abzuklären mit. Ja, bin ich dabei. Ja, ich. So, der ist fertig. Jetzt kümmern wir uns erstmal um den hier. Ja, ja. Ich muss kurz nachladen. Ich auch, scheiße. Von hinten werden wir angegriffen, hinten ist Flugabwehr hinter uns. Also, bin nicht so ruhig. Das ist Flugabwehr, die kann es runterholen. Okay. Dreh mal, dass ich abknallen kann mit dem kleinen Geschütz. Jo. Gut, ja.
Super. Was müssen wir jetzt machen? Ja, ich kann ja auch nicht auswendig, ich bin doch erst zweimal gezockt oder so. War nur aus einer Weile auch gleich. Tja, wir machen hier auf normal, ne? Da unten am Boden! Ey, Hirsch, keine Backe. Oh, yeah. Super, meiner. Oh, der schießt ja schon, dieser Wichser. Ja, Flugabwehr. Also ich hab gleich wieder Abwehr. Ja, warte. Lädt noch nach. Jetzt ficken wir so, dass ich das anvisieren kann. Ich hab. Will ich um. Und anvisieren und Feuer. Ah, scheiße, ist nicht getroffen, wa? Doch, ich hab ihn getroffen. Bin hier oben wieder. Ja. Und Feuer. Schön. Den hast du, glaube ich, erledigt, weil meine Rakete ja hinfliegen musste. Ja, ich habe. Weil der Rakete ist etwas langsamer, die ist ja Wärmebild gesteuert. Liegt mal ein bisschen ja unsere Kollegen dran, da hinten, nach da hinten. Nein, ich schieße nur. Ah, die werden glaube ich abgeholt. Die werden abgeholt, aber nicht von mir. Also das geht nicht. Ja. Muss mir halt nur ein bisschen sagen, wie ich fliegen soll, ja. Weil riechen kann ich es leider nicht. Ja, ja, ist doch jetzt vorbei, die Mission. Gut, dann können wir ja ein bisschen rumfliegen, ja. Juhu, woo. Boah, wenn du jetzt abschützt, dann ich dich hülle, du. Boah, wie knapp, Alter! Ey, unberührbar! Ja, ich hab die auch bekommen. Ich hab auf meinem. Das war gerade noch ein Trophäe gekriegt, das war, Alter, wie knapp das war, geile Sache. Haben wir noch optimal hingekriegt, würde ich sagen, oder? Ja, würde ich auch mal so sagen, oder? Vor allem du spielst das erste Mal, das ist natürlich sowieso. Vor allem mit Fliegen ist das sowieso so eine Sache bei mir. Ja, aber ich bin ja nicht schlecht, sag ich mal, unten drin im MG und deswegen passt das schon. Ja, auf jeden Fall. Also mir hat Spaß gemacht. Ja, genau. Also. So, wir haben jetzt gute 29 Minuten. Wollen wir sagen, wir lassen das als eine Folge gelten und machen das andere mal. Moment mal, ich muss mal gerade kurz jemandem schreiben. Moment. Den schreibst du? Der hat auch nicht geschrieben. Ja, aber das ist doch nicht eine Aufnahme. Oh. Wer hat dir denn geschrieben? Kollege, der auch zockt. Jan ist hier was bei uns, auch aus der Stadt. Ja, bei mir war das die Phyllis. So. Ja, aber nicht auf PlayStation Network. Nein, natürlich nicht. Wir schreiben über WhatsApp, Alter, wir sind coole Leute. Ja, also, was hältst du davon? Wir können natürlich jetzt sagen, wir machen jetzt noch weiter. Das ist für euch Zuschauer ist es sowieso unentscheidend, weil ihr seht das natürlich sowieso alles. Für mich ist es halt schon entscheidend und für Philipp auch. Aber ich würde sagen, ich hätte noch Bock weiterzumachen irgendwie. Also. Ja, klar. Na, dann bist du bereit soweit?
Immer, Bruder, immer. Aber warte, Gut. der aktuelle hat gerade noch Trophäen, aber das kriege ich schon hin. Ja gut, nee, dann warte ich so lange, das ist ja kein Thema. Was mich mal so interessieren würde, so an alle Leute, die mal so zuschauen, worauf freut ihr euch denn am meisten bei Battlefield 4 oder beziehungsweise was erhofft ihr euch davon? Jetzt habe ich auch noch eine Nachricht von der Freaky Sunny bekommen. Aber die werde ich natürlich jetzt nicht lesen, weil dann kann ja jeder Zuschauer sehen, was sie mir geschrieben hat und das will ich nicht. Ja, Deshalb bestimmt. unterbreche ich mal eben die Aufnahme. Das war die erste Folge, die geht eine halbe Stunde lang. Die nächsten gehen dann wahrscheinlich wieder 20 Minuten. Wir sehen uns dann nächste Woche Montag wieder mit Need for Speed, Most Wanted und Dienstag ist es dann wieder soweit Battlefield Bad Company 2 und dann Mittwoch Battlefield 3, der Co-Modus. Also, viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.